Hi meine lieben Gruselfreunde, willkommen zurück zu Spookytober Tag Nummer 4. Wir spielen Grim Wild Horror. Ja, wir sind auf einer Straße unterwegs, man sieht's. Wir werden bestimmt noch viel mehr sehen als nur eine verlassene Straße. Was genau das ist, erfahrt ihr hier gleich im Game. Link dazu findet ihr immer unten in der Videobeschreibung. Und ja, würde mal sagen, wir legen los, ich konnte nichts einstellen. Schon seit 3 Stunden. Okay, mein Rücken tut, mein Back hurt. Okay, ihm tut, glaube ich, der Rücken weh und er wird halt sehr müde. Das wird schon dunkel. Ich sollte einen Ort finden. Cool, der mich ausruhen irgendwie so, ne? Okay, wir sollten uns einen Ort suchen, an dem wir übernachten können, damit wir jetzt hier nicht weiter so fahren müssen. Ich muss bis jetzt noch nicht fahren. Hä? Huh? Grim Wild? Ist 20 Minuten weit weg. Ich denke, ich werde die Nacht dort verbringen. Ich habe gar nichts gesehen, wo ich anscheinend schild. Aber ich will mir erstmal was zu trinken holen. Endlich habe ich Grim Wild erreicht. Okay, wir werden uns von da noch was zu trinken holen. Kauft ihr was zu trinken vom Store. Dann gucken wir uns mal die schöne Gegend hier an. Guck mal, wie schön das hier alles ist. Noch schön hell, gemütlich. Grafisch wieder richtig cool. Und dann mal los. Das Kopf? Ja. Ich werde das schnell für Sie scannen. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Sind Sie neu in Grim Wild? Ah, Reisender. Okay, wir sollen vorsichtig sein in der Gegend hier. Gibt es Biester? Solange wir die Straße nicht verlassen, glaube ich, heißt das. 1,59 $ macht das. Haben Sie einen schönen Tag. Okay. Was habe ich mir zu trinken gekauft? Weiß kein Mensch. Okay, also wir sollen scheinbar auf dem Weg bleiben und nicht vom Wege abkommen. Dann sollte es kein Problem sein, halt durch die Nacht zu kommen. Oder dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Dieser Ort ist so stinky. Was heißt denn das? Achso, so stinkig. Es riecht nach verrottetem Fleisch. Boah. Hey, so muss ich nicht selbst fahren. Das Motel sieht gut aus. Also gut genug aus, dass man da eine Nacht verbringen kann. Okay. Wir sollten zur Rezeption gehen und einchecken. Okay. Hier ist die Rezeption. Spielplatz gibt's da auch. Guten Abend, Ma'am. Wie kann ich Ihnen helfen? Sie brauchen ein Zimmer. Für die Nacht. Für was denn sonst? Okay, ich brauche nur Ihren Namen. Sarah? Ach, was für ein Zufall. Das ist ein schöner Name. Gut. Du hast Raum Nummer 9, oder Sie haben Raum Nummer 9. Schon, dass viele Leute sagen, dass das eine Stadt der Biester, Monster ist oder so. Was? Sie wissen nicht, was ich meine? Haha. Du wirst schon noch verstehen. Sobald du dein Zimmer mitten in der Nacht verlässt. Okay. Aber ich rate Ihnen, das nicht zu tun.
Okay. Das ist sehr nett von Ihnen, danke. Ich werde da mal gehen. Also komisch zu mir hier. Doch, alles die Monster hier bestimmt. Tschüss. Nummer 9. 1. Nummer 9 ist oben, habe ich schon gesehen. Okay. 11. 10. Ich muss sagen, sieht aber wirklich cool aus. War das Hotel richtig schön nobel, ordentlich? Sieht echt nice aus. Alles schön sauber, also die Spülung funktioniert, ich muss mich gar nicht beschweren. Was war das? Wenn der Kassierer im Minimarkt geredet hat. Okay, ich denke, ich sollte mich jetzt schlafen gehen und morgen früh so schnell wie möglich verschwinden. Aus wird jetzt mein Kind. Wir sind in einem Horror-Game, da verschwindet man nicht einfach. Was war das für ein Geräusch? Ich denke, es kam von einem der Zimmer. Soll ich rausgehen? Nachsehen? Nein, solltest du nicht. Du solltest nicht verlassen. Geh ins Bett. Na gut, so dunkel ist es gar nicht. Hol den Schlüssel von Nummer 5 von der Rezeption. Ich kann mir nicht einfach den Schlüssel nehmen hier. In 7 und 9 wohnen auch noch Leute drin. Also in 7 und 9 wohne ich. Aber wer wohnt in der 7? Das ist nicht gut. Wie kann ich einmal das Zimmer geben? Ist sofort auf die Polizei? Was zur Hölle ist hier passiert? Alle Zartbeseiteten bitte jetzt nicht hingucken. Triggerwarnung, das kann jetzt echt übel werden, ohne Mist jetzt. Ach du Heilige. Der ist förmlich zerrissen worden. Was war das für ein Schrei? Das kam von Raum lassen. Ich muss jetzt nachsehen. Du musst vor allem verschwinden, du hast doch einen Schaden. Hinter mir eine Wand ist. Scheiß Alpha-Wand hier. Was zur Hölle war das? War das alles nur ein Traum? Oh Gott, wie auch immer, ich will nicht länger hier bleiben. Ich muss raus, nicht so schnell wie möglich verlassen. Geh in dein Auto. Da war eine Alpha-Wand, ich konnte da nicht durch. Betrug. Schiss. Durch hier oder bin ich so dick? Hab ich zugenommen auf einmal vor Schreck. Aufgebläht wie ein Luftballon. Jesus. Ich hab das Blut rot. Ah, das Blut und diese Körper von dem, diese Leiche. Muss schnell wirklich hier weg. Was? Wimbledon 1994. Alle Bewohner von Grimbild, eine Stadt, wo lauter Monster sind, halt alle getötet worden.
wurden in der Nacht tot aufgefunden, inklusive der Reisenden namens Sarah. Ihr Körper wurde halt neben dem Auto gefunden. Als sie versucht hat zu entkommen, glaube ich, heißt das. Oh Gott. Ein richtig cooles, jumpscare-reiches, kurzes Spooky-Tour-Horror-Game. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann. Ich muss noch mein Zettelchen gucken. Morgen am Samstag, den 5. Oktober, zu einem weiteren Gruselgame. Ich wünsche euch eine gute, angenehme Nacht. Und solltet ihr Geräusche hören, verlasst das Zimmer nicht, wenn man es euch sagt. Bleibt einfach zu Hause, schließt die Fenster und die Türen und wartet, bis Hilfe kommt. Mach's gut, bis dann, ciao, ciao.